herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Wifi Battle. Heute sind die Hisui-Mons und kommende Mons bei uns auch offiziell angekommen. Und wir gucken einfach mal, was wir mit denen so reißen können. Ich sehe, Timo hat hier ein Regenteam tatsächlich dabei. Da bin ich sehr gespannt, wie das so wird. Ich überlege, ob wir mit Selfe und den Tarnsteinen leaden wollen. Das wäre eine Option. Wir könnten auch einfach mit unserem Quajutsu leaden. Das wäre auch ein Ding. Regieliki mit dem Terra-Typen Wasser sieht bombastisch stark aus. Also was will er da auch groß reinwerfen? Ursa Luna ist einfach ein mächtiges Ding. Wir könnten auch einfach mit unserem Zapdos leaden. Zapdos oder Selfe sehe ich. Ich meine, was hat er für Hazard Removal? Ich glaube eigentlich gar keine, ne? Weil ich glaube, hat nicht Pelipper irgendwie sein Zeug verloren? Sein Auflockern? Und dann hätte er nicht wirklich was, um das wegzumachen. Und das wäre eigentlich sehr nice, muss ich sagen. Deshalb würde ich sagen, machen wir das einmal mal so. Ich muss ein bisschen immer gucken, was meine Terra-Typen nochmal waren. Nicht, dass man die irgendwie falsch aktiviert. Momentan tendiere ich zu Terra-Regieliki. Ansonsten müssen wir mal gucken. Gibt es offensiv gar nicht so mega krass was? Ich meine, Heatran, klar. Aber Heatran sieht jetzt... Ach, du heilige Kacke, ist Philipp tief in den Boden versunken. Sieht jetzt nicht so strong aus. Ich vermute, wir werden einfach beide Hazards traden. Was erstmal in Ordnung ist. Oh mein Gott, die Musik böllert aber hardcore gerade rein. So, Tarnstein auf der Gegnerseite. Ich vermute stark, dass Tarnstein auch auf unsere Seite geworfen werden. Es kommen sogar Giftspitzen. Eieieiei. Okay, aber warte mal. Gehe ich dann jetzt nicht einmal mit der Kehrtwende raus und schicke Ursa Luna rein und drücke Fassade? Oder Erdbeben. Ich habe mich sogar für Erdbeben über die Schmetterramme entschieden, weil ich auf Ursa Luna ungerne diesen Death Drop kriegen will. Und ich glaube, dass wir mit Guts eh schon genug Damage machen. Also ist das okay. Aber T-Spikes könnten so im Verlauf echt nervig werden. Okay, er ruft den sogar hart zurück. Gott sei Dank sind wir auf die Kehrtwende gegangen. Und schickt Marvin. Oh mein Gott, Hooper an Baum kriegt jetzt... Ey, ist der groß. Kriegt jetzt erstmal eine gediegene Kehrtwende in die Fresse und ist so gut wie tot. Feiern wir. Jetzt halt die Frage, ist der gescarft? Beziehungsweise wir können ja einfach Zapdos Galar reinschicken. Ich weiß, dass ich schneller bin. Ich habe gar kein Problem damit. Krieg keine T-Spikes Damage. Der weiß zwar jetzt auch, dass wir gescarft sind, aber ist okay. Einfach Hooper am Bound, quasi in der ersten Runde, einfach vernichtet. Fühle ich, muss ich gestehen. Fühle ich ein bisschen. Mega geil. Jetzt habt das Galar schaut ja richtig geil, so nach oben die ganze Zeit auch, finde ich. Der sah voll cool aus, so. Oh, guck mal, von welcher Seite ich dich jetzt angreife, finden wir es wohl heraus. Dann schicken wir mal wieder unser Yuxi rein, unser wunderschönes Selfe. Und gucken mal, was Timo jetzt dagegen reinwirft. Weil er ist ja davor extra sogar rausgegangen. Warum steht da noch Marvin oben rechts? Das ist ganz komisch. Der Sebastian kommt rein, das ist Pelipper. Kriegt erstmal Tarnstein-Damage, fühle ich. Können wir gegen den irgendwie in irgendwen rausgehen, groß? Ich weiß ja nicht. Wir haben nicht wirklich gute Switch-ins. Also wir haben die Southwest auf unserem Regieliki, was cool ist. Ich glaube, wir gehen einfach, bin ich ehrlich, bevor der Speedy ist, einfach mal auf eine Donnerwelle. Machen alles langsamer für Ursa Luna. Weil ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr knackig werden kann im Verlauf des Games. Und er drückt nämlich Kehrtwende, das dachte ich mir nämlich. Und dann können wir hier nämlich erstmal noch in aller Seelenruhe drin bleiben. Und erstmal abwarten und gucken, was er so macht. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Overquill. Also die Entwicklung von Hisui Baldorfisch. Der könnte durchaus nervig werden. Ich weiß nicht, was der genau kann. Dann müsste man dann einfach mal gucken, was der so alles auspackt. Und es kommt rein. Es kommt der auch genau rein. Und ich sage euch, wie es ist. Auch auf dem fühle ich die Donnerwelle mies. Ich weiß. Was wird da getriggert? Ach so, einfach Überreste. Okay. Ja, gut, der hat ja auch Kehrtwende eingesetzt. Wir kriegen auch Überreste. Wir kriegen dann einen Unlicht-Move wahrscheinlich ab. Aber ich glaube, das nehme ich in Kauf, oder? Weil den Geparat sehe ich echt gerne. Das nehme ich in Kauf. Damit wir danach einfach... Also, Yuxi hat ja schon Rocks rausgelegt. Der soll jetzt einfach nochmal alles ein bisschen verkrüppeln, dass wir dann mit unserer Offensive einfach alles wegböllern. Wirklich ins nächste Millennium einfach nur böllern. Dass die einfach keine Chance haben. Wir können sogar, glaube ich, Erdbeben einfach klicken. Weil selbst wenn... Okay, er geht auf SD. Aber das ist okay für mich. Weil wir haben sogar Fallplay auf dem noch drauf. Solange Donnerwelle connected. Und das tut sie auch. Ist das alles komplett in Ordnung für mich. Und Kilowattrill können wir sowieso nicht paran. Und jetzt überlege ich gerade, was hat er noch?
Gibt's noch etwas, was ich, worauf ich achten müsste? Ich glaube nicht, ne? So vom Speed her zumindest. Ansonsten haben wir eh ein super fixes Team dabei, außer halt Ursaluna und Heatran, die so ein bisschen den T-Wave-Support mitnehmen. Cloud Cyrus noch da. Basku Legion ist auf jeden Fall noch eine große Gefahr. Da sollten wir auf jeden Fall unser Zapdos behalten. Nee, aber ansonsten, die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwie hiermit noch was reißen können, ist eher gering. Er ist sogar schneller. Trotz der Para. Kann der Tiefschlag? Ich vermute es. Und ich sag, der Schmarotzer macht soliden Damage auf jeden Fall. Das ist ganz nett. Aber an dem Punkt will ich Juxi auch eigentlich gar nicht mehr behalten. Also ich weiß halt jetzt nicht, wenn er jetzt konstant schneller ist, wäre auch Kehrtwende in Play. Ich bin gerade verwirrt. Hat der Wassertempo als Fähigkeit? Ich vermute, ja, wenn er auf Knirscher geht, dann hat er das. Oh mein Gott, wir leben sogar knapp. Damit habe ich nicht gerechnet. Dann, ja, ob wir jetzt Kehrtwende drücken, ist eigentlich recht irrelevant. Ist eigentlich recht egal, muss ich gestehen. Weil wir stallen damit ein bisschen Regen immer weiter. Und solange der Boy Wassertempo hat, muss ich ja auch noch was reinschicken, was garantiert schneller ist. Das ist halt auch so ein Ding. Und so können wir nochmal eine Runde mitnehmen vom Regen oder wegnehmen vom Regen. Geht natürlich nochmal auf Knirscher. Ist der Regen jetzt schon zu Ende? Ich glaube nicht, I guess. Nee, scheint nicht so zu sein. Das heißt, wir können jetzt noch nicht in Ursaluna gehen, aber gut, dass ich das herausgefunden habe, dass das Teil das einfach nicht kann. Wir könnten jetzt in Regieleki drehen, spinnen. Ich glaube, es bringt mir gar nicht so viel. Wir könnten in Greninja gehen, der hätte die Hydro-Pumpe, die müssten wir halt connecten. Ich glaube, es ist einfach Zapdos hier wieder. Weil, I mean, was will er denn groß reinwerfen in den? Ich weiß ja, ich bin schneller. Und ich glaube, ein Sturzflug switchen hat er im Allgemeinen nicht wirklich. Kann ich vielleicht sogar Nahkampf drücken? Ah, nee, falls, da sind zu viele Switch-ins. Wir gehen einfach auf Sturzflug. Okay. Und damit holen wir uns den Kill. Ich glaube, das ist gefühlt eines der... Ich habe so selten bisher noch Sturzflug gesehen, das ist der Wahnsinn. Und damit ist der schon mal weg. So, der Regensweeper weg ist schon mal unfassbar angenehm. Und eröffnet mir auf jeden Fall nochmal einige Möglichkeiten. Und Spell-Ticks kommt rein. Das ist er hier. Okay, da müssen wir auf jeden Fall raus. Das steht außer Frage. Ich glaube sogar, wir könnten in unser Regieleki gehen, weil wir AV sind. Sollen wir das machen? Ist halt jetzt die Frage. Machen wir das? Der wird halt schneller sein als alles, was wir haben. Also der macht mir echt ein bisschen Sorgen, muss ich auch gestehen. Deshalb überlege ich, ob ich den überhaupt da abwerfe. Oder ob wir einfach Heatran reinschicken, weil Heatran gefühlt gegen alles, was so noch da ist, eigentlich scheiße ist. Deshalb werfe ich jetzt Heatran hier rein. Und will mal kurz gucken, wer schnell ist. Greninja kommt auf 122 Speed. Kilowattrill kommt auf 125, das heißt, der würde mich sogar outspeeden. Es kommt einfach die Meteorologe, damit sind wir wahrscheinlich weg. Aber Heatran bringt mir halt in dem Match echt wenig. Und das Beste, was ich hier machen kann, ist wirklich eigentlich noch ein paar Runden Regen zu stallen. Dass der da mit Meteorologe nicht so gut agieren kann auch. Wir gehen einfach auf den Lavasturm. Er wird wahrscheinlich einfach Meteorologe wieder drücken. Der Boy macht mir gerade ein bisschen Kopfzerbrechen, muss ich gestehen. Aber es ist okay, weil jetzt können wir Regieleki reinschicken. Und maybe muss ich Regieleki sogar terran. Es hört jetzt auf zu regnen. Also wir könnten auch in Ursaluna gehen. Weil jetzt ist der Regen auch nicht mehr da. Ich glaube, Ursaluna ist ein Ding, was wir jetzt machen können. Also der dürfte jetzt eigentlich böllern. Jetzt ist natürlich die Frage, predikten wir, dass er wechseln wird? Und gehen auf Trailblaze, was unseren Speed erhöht. Weil ich glaube, er wird jetzt wieder in Pelipper gehen. Und ich glaube, zweimal Wegbereiter killt den. Komm, das ist ein Predict, der eigentlich funktionieren sollte. Ich weiß nicht, ob wir Pelipper schon one-shotten. Jetzt kommt Sebastian wieder rein. Jetzt könnten sogar... Ich glaube, einen sollte der leben. Und ich will ja gerade, dass der lebt, damit wir plus zwei Speed haben auf Ursaluna. Wegbereiter, da... Batsch. Oh, das ist zu wenig Damage. Das heißt, ich muss den sogar jetzt noch angreifen. Oder kann Ursaluna... Ich glaube nicht, dass Ursaluna, dadurch, dass ich nicht mal ein frohes Wesen habe... Können wir den leider nicht outspeeden. Und ich glaube, der nächste Wegbereiter killt nicht. Das heißt, wir müssen hier auf die Fassade gehen. Ah, und damit ist Pelipper wieder weg. Okay. Wir haben immerhin nochmal eine Runde mehr genommen. Ihm, das ist ganz nett. Ja, wir kommen nur auf circa 350 Base Speed. Wir sind leider zu langsam. Wir sind leider zu langsam. Das heißt, er kann jetzt wieder in den Boy gehen. Wobei, er geht in Basku Legion. Ist der gescarft? Der kann ja jetzt seine Wasserattacke drücken, ne? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich glaube, ich habe leider den Kampf
Terra-Kristallisation auf Zapdos. Boah, kann ich hier wechseln? Ich meine, wen soll ich reinwerfen? Ich glaube, Greninja kann noch einen Move leben. Oh, und wir müssen noch Clodsire wegbekommen auch. Boah, das gefällt mir gerade alles gar nicht. Ich glaube, wir verlieren potenziell. Ich glaube, ich muss eigentlich hoffen, dass wir schneller sind, oder? Aber der wird gescarft sein, so wie er den reinschickt. Oder er hat die Wasserdüse, eins von beiden. Ja, wir müssen auf Erdbeben gehen, ich kann ja nicht wechseln. Er Terra kristallisiert, dann geht er, glaube ich, auf die Wasserdüse, I guess. Eieieiei, ganz gefährliches Ding. Ganz gefährliches Ding. Ich glaube, das wird sehr schwierig. Das wird sehr, sehr schwierig. Er geht auf Wellentackle, er ist schneller. Das bedeutet, er ist, denke ich, gescarft. Macht sich jetzt natürlich unfassbar viel Recoil. Die Frage ist, ist das genug Recoil, dass ich jetzt mit Zapdos den besiegen kann? Ich muss eigentlich hoffen, dass ich den damit besiegen kann. Außer ich gehe jetzt in Greninja und sage, ich nehme nochmal Recoil Damage mit. Und dann muss eigentlich Regieleki alles besiegen. Aber das Problem ist, Regieleki verliert immer gegen Clodsire, weil wir Terra Wasser sind. Da hätten wir wenigstens noch Eisstrahl. Ich glaube, ich muss hoffen, dass Zapdos den rausnimmt. Ich glaube, was anderes sehe ich hier gerade nicht. Oder? Also ich will den auf jeden Fall reinwerfen, dass er mich auf jeden Fall angreift. Boah, Terra Sturz. Nee, und dann müssen wir eigentlich mit Sturzflug spielen. Ich glaube, ich muss sogar Regieleki opfern. Aber ich krieg halt Kilo. Ich krieg halt dann den Elektrovogel nicht weg. Boah, ist das eine Kacksituation. Nee, ich muss, glaube ich, hoffen, dass ich ihn jetzt hier mit Nahkampf fast rausnehme. Aber ich glaube, der ist halt richtig bulky, das Ding. Also er hat zumindest sehr viel HP. Gehen wir auf Sturzflug bzw. Nahkampf. Ich glaube, wir gehen auf Nahkampf, damit wir so wenig Recoil wie möglich. Jetzt immer noch. Hat der Wassertempo? Der hat Swift Swim, never mind. Okay, das wusste ich auch nicht, dass er das hat. Aber dann verlieren wir ja sowieso, glaube ich, gegen den an dem Punkt. Warum hat dieses Biest denn Swift Swim? Ist das euer Scheiß Ernst? Ich glaube, wenn, dann holen wir das mit Greninja. Also, wir holen das an keinem Punkt mehr, weil das Ding einfach broken ist an der Stelle. Er ist ja krank, das Ding. Ja, wir können halt jetzt. Wir können auf Voltwechsel gehen, das ist egal. Es bringt halt alles nichts, ne? Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das noch drehen soll. Ich muss halt hoffen, dass er mich angreift und sich selber killt. Eieiei. Ja, der Regen ist doch ein größeres Problem gewesen, als ich das dachte am Ende. Eieiei, das ist ein stronges Team, muss man sagen. Das ist ein sehr, sehr starkes Regenteam. So der und Kilowattrill zusammen, Vollkatastrophe. Okay, er geht sogar nochmal in den hier. Hat nicht mal die Dingsfähigkeit. Warum auch immer. Die Voltabsorberfähigkeit. Was spielt man denn sonst auf den? Dass mit dem, dass der im Flugmove stärker wird oder so anscheinend. Ha, hätten wir jetzt Terra Eis, das würde so gut aussehen. Lol, das sah wild aus von Greninja. Ich muss halt jetzt wechseln. Ja, ich muss Greninja behalten, weil ich brauche den, um Clodsire zu besiegen. Es geht halt nicht anders. Und selbst da bin ich mir unsicher, ob das funktionieren kann. Da bin ich mir sogar sehr unsicher. Und es kommt Donner. Das wird natürlich jetzt massiven, wobei, okay, ein Damage machen, dadurch, dass wir EV sind. Ich kann halt nicht. Eigentlich müsste ich jetzt predikten, dass er in sein bulky Viech geht. Ist noch einmal Regen da, weil ich würde den ja jetzt besiegen, aber ich. Ja, kann ich das predikten? Ich kann halt zumindest auf Turbodreher gehen, um den Chip Damage mitzugeben. Okay, schade, es hat nicht funktioniert. Aber ich sag mal, wir stallen weiter Regen und das ist auch wichtig eigentlich. Und es kommen nochmal Donner. Weil damit ist in der nächsten Runde auf jeden Fall der Regen weg. Das ist schon mal gut. Aber wir können halt nichts gegen dieses scheiß Clodsire-Viech machen, weil wir nicht das passende Terra-Ausbruch dabei haben. Oder den passenden Terra-Ausbruch. Ah, ich habe nicht gedacht, dass ich dem gegenübertreten werde. Ich dachte eher an nur so viele neue Hisuimons. Okay, aber jetzt ist der Regen schon mal zu Ende. Das ist schon mal gut. Wir können noch mit Greninja Terra kristallisieren. Das Problem ist nur,
dass mein Greninja vom Terra-Typen Wasser ist. Wäre der jetzt Eis, dann wäre das ein anderes Ding. Warte, sind wir nicht schneller als der? Hä? Was ist sein Plan? Ah, der kann noch Wasserdüse. Ja, okay, das sehe ich. Ja, damit sind wir weg. Überraschung. Und wir müssen jetzt eigentlich freezen, glaube ich. Entweder wir freezen oder wir hoffen auf... Ne, wir müssen freezen. Kill ich den aus der Range mit Eisstrahl, ist die Frage. Muss eigentlich, ne? Muss fast. Wir haben halt den Expertengurt und ich ändere nur jetzt meinen Typen. Das heißt, wenn ich das noch gewinnen will, muss ich, glaube ich, auf Eisstrahl gehen. Ich weiß nicht, ob es das ist, weil es wird resistiert, der hat viel Bulk. Und jetzt haben wir auch noch Poison und alles. Oh, ich glaube nicht, dass das klappen wird. Ja, das dachte ich mir, dass der Arsch auf einmal knapp... Es kommt! Der Freeze, ich pack's nicht, aber den hätte ich erst beim... Ich hätte den killen müssen und beim nächsten Mon hätte ich den gebraucht. Und er wurde wieder aufgetaucht. Ja gut, dann nevermind. Ja, dann ist GG. Dann ist das GG. Starkes Team, muss man sagen. Wirklich, wirklich starkes Team. Also da waren wenig Chancen. War ein wilder Kampf. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei Timo gab es auch einen Kampf, falls ihr es nicht bemerkt habt. Wir haben gegen Timo gespielt. Bis dann und ciao, bye bye.